Hallo Sportsfreunde, mein Name ist Johannes Lukas, das hier ist der 16-jährige Vadim Brick. So, und wir treffen heute auf Paul Unterleitner, der wird seine Form bewerten. Vadim ist extra von weit her aus Straubing gekommen, hier eine Woche Trainingscamp und werden versuchen, erstmal sein Training zu optimieren, denn du bist bald 17 und wir werden auf jeden Fall auf dem Bodybuilding-Wettkampf starten wollen. Und das ist das Ziel, so kompetitiv zu sein, dass du auch die Junioren und vielleicht auch den Männern das Leben schwer machst. Wir beginnen mit der ersten Übung, Seitheben, so maximal Kugelrunde, dreidimensionale Riesenschultern. Als Paul aus dem Auto ausgestiegen ist, habe ich Vadim beobachtet und es war so richtig... War schon beeindruckend. Du bist aber schon Fan, oder, von Paul? Ja, ich habe den schon verfolgt, seitdem ich 14 war. Also, geil. Dass du mich jetzt bewertet, richtig geil. Ist für viele, glaube ich, so ein Vorbild, ne? Ja, Paul Unterleitner ist jetzt schon Legende, muss man wirklich sagen. Also gefühlt mehr als ich, weil ja, jeder kennt den so. Ne? Außer der McFit-Chef heute. Der kannte ihn nicht. Der McFit-Chef kannte ihn nicht. Wichtigster Handtuch. Oh, scheiße, ist noch nass geschwitzt von gestern vom Beintraining. Scheiße. Erstmal schön Blut in die Schultern bringen und schauen, wie Vadim die Übung macht, weil Schultern müssen auf jeden Fall noch besser werden bei ihm. Vadim, mache ich das richtig oder hast du irgendwas auszusetzen? Ja, ich finde, du machst es ziemlich richtig. Also... Wie lange seid ihr schon beim Training? Wir sind jetzt am Ende quasi. Du bist halt viel zu spät gekommen. Wir haben gesagt 11.30 Uhr. Was denn? Paul ist auch schon fertig da hinten. Jetzt war 13.30 Uhr ausgemacht, das bin ich auch erst jetzt gekommen. 11.30 Uhr. Nee. Guck mal. Hör mal auf, die Leute zu verarschen, Alter. Wir haben gerade angefangen, ist der erste Aufwärmsatz. Hi. Johnny macht unser Reo-Dennis-Bankdrück-Kraftprogramm. Das heißt, sein Training wird anders ausfallen als unseres heute. Johnny will beim Wettkampf maximal abliefern, deswegen machst du unser altes Training. Ich kann ja nicht mehr wie der Schulter. Ich bin ja erstmal vorsichtig, in der Hoffnung, vielleicht doch mitmachen zu können. Was ist das hier? Hawaii CIA? Nee, das ist New York City Department. Ich habe mir den Shot gekauft bei Ronnie Coleman. Kennst du, ne? Ja, ja, klar. Man vergisst immer, dass er erst 16 ist. Ne? Man setzt so ein paar Sachen voraus, aber er ist halt noch ein kleiner Junge eigentlich. Ne? Im Körper eines Erwachsenen. Naja, viele Leute denken oder setzen voraus, dass ich irgendwie die Eigenschaften hätte von einem Erwachsenen. Vergessen dabei völlig, dass ich jetzt noch so jung bin. Sag ich doch. Und Dicker, jetzt mal, hast du den Ausweis bei? Ja. Lass den Ausweis zeigen, weil ich bin es so leid, auch auf TikTok, die Kommentare. Seit 2 Jahren schon 16. Selbst wenn er 18 wäre, krass. Also selbst dann. Die Frage ist, wie teuer ist so ein Ausweis auf eBay? Ja. Nee, also viele haben auch gesagt, ich bin am 1.1. geboren, weil es immer der Fake-Ausweis ist. Aber ich bin auch in Deutschland geboren, das heißt, da konnte man nichts fälschen. Okay. Somit hätten wir das jetzt auch endgültig geklärt, ja? Ich sage gerade, du bist 2005 geboren? Ja. Ach scheiße, 1900 ist ja schon vorbei. Ne? Ja, 1900 ist vorbei. Das ist so scary, ne? Wenn man denkt, ja, dass du bist auch langsam alt. Oh. Bin schon aufs Kurzhanteldrücken gespannt. Ich glaube, der kann auch die 50er wegdrücken. Habe ich in seiner Story gesehen. Maschine. Deine Schultern sind so rund wie Vadims Kopf. In der Massephase. Ja, das kann ich schon sagen, Alter. Kanonenkugeln hat der Junge. So ist der Plan. Aber Vadim hat einen sehr kleinen Kopf, das muss man aber auch sagen dazu. Heißt das, du hast kleine Schultern? Das weiß ich nicht. Geh mal ruhig noch ein bisschen tiefer, halt die Spannung in der Schulter. Also wenn ihr die Maschine im Gym habt, nutzt die auf jeden Fall. Lass die Griffe weg, du sollst den Oberarm nutzen. Fixier den und dann drück zur Seite weg, Kinder. Nee, ich habe immer kurz an der Seite gemacht, was eigentlich keine optimale Übung ist. Nee. Weil die größte Last ist in der verkürzten Position. Und optimal wäre es, wenn die größte Last in der verdehnten Position wäre. Gedehnten Position, sehr schön. Ja. Gucke, die Trips, die Trainingstipps gibt es bei Vadim. Vadim, du bist ja TikToker. Ja. Was ist dein Lieblings-TikTok-Song? Move Your Body. Mach mal den Move. Welchen? Den Move-Song. Welchen Move-Song? Move Your Body. Du sagst. Ich kann das gar nicht, dieses... So, wir trainieren hier immer noch. Wir nehmen das Ganze wirklich ernst. Ich hab die verziehen. Ja. Weißt du, Männer sind so, Frauen sind so 3 Jahre nachträglich noch so. Damals vor 10 Jahren, Männer sind so, Frauen sind so. Oh, wir halten Händchen. Ja. Ja, also ich schau mal, wir hatten sogar Händchen. Genau. Als Mann. Du auch? Halt fest. Komm. Okay, wir sind ein Team. We are a team because we believe it. Halt mal noch die von Johannes. Nein. Halt mal von Johannes. Nicht den Satz schon. haben wir schon gemacht, aber. Ich probier's mich jetzt auf. Ich sag Paul, hallo. Das ist hier, du sollst wirklich alles, du sollst es direkt spüren, du sollst die Schultern richtig aufblasen. Die Maschine ist so krass. Ich muss hier raus, meine Leute. Ja, Studio wechseln, Alter. Ja. Aber bei dir auf dem Dorf gibt's nicht so viele Gyms, ne? Ja. Das ist halt wirklich so. Nach Berlin ziehen. Das wäre direkt DSN-Influencer werden, nach Berlin ziehen und dann Vollgas geben. Aber wir haben ja einen Deal, erst ab 50.000. Eben. Ab 50.000 Abonnenten bei TikTok oder sagen wir ab 10.000, entweder 50.000 TikTok oder 10.000 Instagram, kriegst du den ESN-Vertrag, Alter. Wo bist du denn bei TikTok gerade? Bei TikTok bin ich bei 30.000. Da muss noch ein bisschen... Da muss ein bisschen was passieren. So. Aber man hat bei Vadim, glaube ich, auch Angst zu folgen. Er sieht so angsteinflößend aus. Gefährlich. Das ist wie Johnny Yusupov. Der ist so alt wie du vor 5 Jahren. Ja, aber nicht vegan. Du hast aber auch nicht vegan angefangen. Oh. Und wir haben erst mit 17 angefangen, Dicker.
Wie alt bist du? 17. Legende. Also wenn ich mich zu recht erinnere, den 17-jährigen Paul versus den 16-jährigen Vadim. Er müsste mal mit demselben Körperfettanteil vergleichen, aber sonst ist er schon... Also er wollte dir sagen, du bist zu fett. Ja, eigentlich. Ich kann mich sogar ansehen, Paul hat früher immer einen Tag Hühnchen und einen Tag Fisch oder so gegessen. Ja. Das ist immer abgewechselt früher, ne? Und nicht so viel Fleisch zu essen, ne? Ja, siehst du, schon damals. Einfach ein bewusster Typ. Aber die krasseste Form hat er noch, als er den ersten Wettkampf gehabt. Findest du? Alter, da. Ja, ich wollte was. Die Hanteln so schwer wie Johannes Alt. Es ist wie Ich bin noch nicht so richtig aktiviert irgendwie. Komm, ein bisschen Support. Warte, Support, Support. Letzter Arbeitssatz. Ich brauche keinen Support. Ich muss nur wach werden. Es könnte sein, dass Vadim eines der größten Talente ist, was ich jemals trainiert habe. Vielleicht sogar noch krasser als Paul. Und Leonidas? Ja gut, aber Leonidas habe ich ja nicht so richtig trainiert. Na gut. Der hat ja immer sein eines Ding gemacht. Ist Vadim halt auch stark oder sieht er nur breit aus? Ja, Vadim ist beides. Ein bisschen tiefer, komm. Nische, Nische. Kontrolliert. Sieben Schub. Schön. Nee, ist gut, reicht. Das hätte mich jetzt aber auch krass gewundert, ne? Aber in der Story habe ich gesehen, hast du 50er gedrückt. Die waren dann wohl nicht so sauber. Johannes hat heute gesagt, er war noch nie so gestresst wie heute. Sag das nicht. Ich bin immer gut drauf. Es muss immer alles cool und leicht wirken. Immer authentisch sein. Wenn schon kein schweres Bankdrücken, dann ist ein schweres Kursanlegen. Fahr da durch, Digga. Oh, solide. Solide. Macht schon einen Unterschied, ob du vorher Bankdrücken machst oder nicht, ne? Wenn Vadim seine 5.000, 6.000 Kalorien nicht schafft, nimmt er direkt ab. Also wirklich schlimm, ne? Eine Woche auf Klassenfahrt. Ich konnte 5.000 Kalorien essen oder so. Ich habe 4 Kilo verloren in 4 Tagen oder so. Also richtig Geistgang. Hatten wir nicht mal eine Situation, wo Marc auf Klassenfahrt gehen sollte? Ja. Wir hatten eine richtig große Diskussion, wie er das mit dem Essen macht. Und haben wir nicht sogar dafür gekämpft, dass er nicht auf Klassenfahrt? Stimmt, irgendwie so war das. Wir wollten, dass er nicht fährt, weil Wettkampf irgendwie anstand und er darf sich das nicht verkacken. Wettkampfvorbereitung und Klassenfahrt. Genau. Also, nee, Verbot. Du darfst nicht gehen. Okay, warte. Also du kriegst einfach nächstes Mal Klassenfahrtverbot. Ja, ich habe auch keinen Bock mehr. Ich habe sogar noch leicht Muskelkater an der Brust von der letzten Session, weil dadurch, dass ich kein schweres Bankdrücken mehr mache und mir die Spannung, die Last fehlt, habe ich natürlich mehr gemacht mit leichteren Gewichten. Und das hat die Muskulatur ordentlich zerstört. Ne? Übrigens richtig geile Maschine hier. Wenn ihr mal McFit seid, unbedingt ausprobieren. Habe ich neu für mich entdeckt. Oh, brutal. Oh ja. Komm, du willst Paul beeindrucken. Ja, deine Brust muss maximal aufgepumpt sein. Come on. Und einen noch. Zusammenschieben, komm. Jetzt schieb vorne die Arme zusammen. Streck. Und Stretch, ja. Brutal, ja? Holy shit. Ja, ich glaube, bei dir kann man noch so unfassbar viel rausholen. Steckt so viel Potenzial drin. Ich habe ein Jahr nur Powerlifting gemacht. Wenn ich jetzt ein Bodybuilding durchziehe, dann werden die Titten explodieren. Bevor es gleich dazu kommt, dass dein Athlet, der Paul, meinen Athleten bewertet, eine wichtige Frage noch habe ich. Weil es geht mir tierisch auf die Eier, muss ich ganz ehrlich sagen. Diese ganzen Stoffkommentare und Stoffunterstellungen bei Vadim mit 16 Jahren. Für die war das immer egal, oder? Mal mehr, mal weniger. Aber es ist auch irgendwann mal abgeflacht. Dann kam es wieder natürlich zur Wettkampfsaison. Aber man lebt damit. Also ich bin auch damit aufgewachsen. Er wächst jetzt auch damit auf. Deswegen gehört dazu. Aber bei ihm kann ich es verstehen, wenn er 195 Kilo mit 16 wiegt, ist schon... Das ist schon dolle, ne? Und dann auch 160 drückt. Ja. Aber ich persönlich fühle mich dann immer irgendwie auch mit angegriffen, weil, ich sag mal so, wenn du mit 16 stoppst, hast du einfach die Kontrolle über dein Leben verloren. Und ich weiß nicht, wie sich das für dich anfühlt, Vadim, ist das... Ja, also für mich ist es eher so wie ein Kompliment. Ja. Weil Paul Leitner, Johnny, alle kriegen ja Stoffkommentare. Wenn man keine Kommentare bekommen würde, dann würde man eigentlich irgendwas falsch machen. Ich bekomme keine Stoffkommentare. Muss ich mir jetzt Sorgen machen? Sehe ich so scheiße aus, oder was? Genau so. Es war ja sogar schon so, dass du überlegt hast, zu stoffen, um den Leuten mal zu beweisen, dass du vorher nicht gestofft hast. Ja, wir haben ja schon oft drüber geredet, auch mit meinen Eltern, deswegen. Ja, ohne Witz, wir haben heute Pros und Kontras ausgewertet, gegeneinander aufgewogen und dann haben wir festgestellt, nö, der Paul ist so krass, auch Neddy, der kann auch weiter Neddy bleiben. Ne? Und du hast ja sogar schon andere Leute in die Schranken gewiesen, aber um dich soll es ja jetzt gar nicht gehen. Ich sage dir, das ist die Zukunft von Bodybuilding. Ich bin gespannt. Also du kannst jetzt mal, du machst mal Ansagen, Paul, was du sehen willst. Mach eine Grundpose, Line-Up. Also gepostet hat auf jeden Fall schon öfter. Ein bisschen geübt hat er. Aber Latt ist definitiv am Start und Beine auch. Ja. An der Hüfte hängt halt auch gut was dran, aber... Ja gut, ein bisschen Speck ist dran, ne? Aber das hat er in Kauf genommen, alles für die Masse. Ja. Okay, einmal umdrehen.
komisch, wenn der Paul jetzt hier steht und es, ja, die Zeit rennt, Leute. Vor 4-5 Jahren noch. Sidechest? Da stand er da oben. Ja, stand er da oben. Ja, Pose müssen wir noch üben, ne? Dicker, jetzt zieh mal durch, Alter. Was ist denn los mit dir? Ohne Witz. Mach dich ein bisschen kleiner, dass der Bein ein bisschen rauskommt. Bei diesem Dicker kriege ich so Leonidas-Vibes irgendwie bei Johannes. Ja. Mach nochmal Let's Bet von vorne. Ja, die ist auf jeden Fall die beste von vorne. Ja. Übel krass, oder? Ja. Dafür, Junge. Dafür ist Sidechest auf jeden Fall die schwächste Pose, würde ich sagen. Ja, okay. Bis jetzt. Okay, bis jetzt, aber die steht da halt auch wirklich kacke. Also Nat kriegt da immer gut raus. Doppelbizeps? Stell mal einen Fuß nach hinten, Mann. So, auf die Fußspitze, genau. Beinbizeps anspannen. Ich erwarte zu viel. Ellbogen raus. Ja gut, er ist halt einfach noch ein kleiner Junge eigentlich. Ne? Aber er stellt sich schon gut hin. Geht, ne? Der ist auf jeden Fall alles ausbaufähig. Machen wir Most Muscular? Oh, die macht er gerne. Guck mal ins Kampfgericht, in die Jury gucken. Du willst Paul beeinflussen. Beeindrucken. Beeinflussen. Auch beeinflussen. Ja, auch beeinflussen. Nehmen wir Hände weiter runter. Und zusammenschieben. Zusammenführen die Hände. Kannst du deinen Speckbau verstecken ein bisschen. Ja. Super. Da hängt auf jeden Fall gut was dran, ne? Pff, jetzt schon, ne? 70 Kilo, Leute. Und jetzt 124. 54 Kilo zugenommen. Und das eigentlich dass, dass es da Stoffentschuldigungen gibt, das kann man auf jeden Fall verstehen. In 2 Jahren, okay. Das ist ja auch weit über den Durchschnitt, Leute. Man sagt so 12 bis 15 Kilo im ersten Jahr. Ne? Und dann 10 bis 12. Aber es ist natürlich auch viel Speck mit dabei. Also, wie ist also, deine Prognose? Green Ready wäre wahrscheinlich dann bei bisschen über 90 Kilo, würde ich sagen. Also dann wären es ja 12 Kilo pro Jahr. Im ersten Jahr auf jeden Fall. Im zweiten werden wahrscheinlich auch noch 10 draufgekommen sein. Also ich hoffe nicht, dass er 90 Kilo am Ende wiegt. Wir haben jetzt noch 6 Monate Zeit, bis er noch Muskeln aufbauen kann. Ungefähr. Und dann geht es dann im Frühjahr auf jeden Fall. Oder okay, im Januar, Februar. Weil im Herbst kann er nicht mehr als Jugendlicher starten. Ja. Und deswegen ist früher angepeilt. Also unter 100 wird er auf jeden Fall gehen, denke ich. Das befürchte ich auch. Sagst du, er kann was reißen? Aber ist er mit 16 jetzt nicht verwerflich. Aber ist halt auch groß, ne? Ja. An welchen Schwächen sollte er arbeiten, Paul? Sollten wir arbeiten? Also, proportionstechnisch gibt es nicht viel besser zu machen, außer vielleicht Brust von der Seite. Also die Brust fällt jetzt, finde ich, nur am ehesten ab, wenn man ihn jetzt so betrachtet. Aber ansonsten ist es sehr, sehr ausgeglichen. Er hat jetzt in den letzten Jahren nur Powerlifting-spezifisch trainiert, mehr oder weniger, und Brust ein bisschen vernachlässigt. Aber da weiß ich auf jeden Fall, da geht noch einiges. Mir persönlich gefällt der Beinbizeps nicht von der Seite. Da muss er noch ein bisschen lernen, auch den anzusteuern. Also ich denke, wir haben noch einiges auf dem Zettel, aber das Grundpotenzial ist unfassbar. Ja, also bei den Teenies oder bei den Junioren? Ja, so, aber es geht ja auch darum, die Junioren zu schlagen nachher. Oder vielleicht bei den Männern wirklich competitive zu sein. Ja, vielen Dank, mein Lieber. Mann, wenn ich euch beide hier so sehe, ne? Paul und Johannes. Hashtag also, BringBackPaul. Ohne Scheiß, Mann, ich habe schon gesagt, wir müssen wieder mehr Zeit miteinander verbringen und unsere Beziehung besser pflegen. Ne, das ist, gehört dazu, wenn wir Freundschaften pflegen. Aber wenn man sich dann mal sieht nach langer Zeit, ja, genau, ist nice ist trotzdem, dann ist es trotzdem nice. Aber ihr seid auch ein bisschen nur unterwegs. Ne? Ja, ich pendle halt hauptsächlich zwischen Wien und Berlin jetzt im Sommer. Mal internationaler. Also wenn ihr Bock auf wieder auf ein Video mit Paul habt, dann haut das mal in die Kommentare. Hashtag mehr mit Paul. Ja? So ist es. Ansonsten halten wir euch auf dem Laufenden. Das nächste Video mit Vadim kommt bestimmt später. Bald. Also Kanal abonnieren, lasst ein bisschen Liebe da. Wir sind raus. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.